Als Historiker oder Politikwissenschaftler sind die meisten der Teilnehmer an dieser Konferenz viel kompetenter als ich, um die verschiedenen Parteien, Bewegungen und Phänomene zu analysieren, die heutzutage als populistisch bezeichnet werden. Die Einladung zu dieser Konferenz verdanke ich wahrscheinlich der Tatsache, dass ich vor einigen Jahren, ich glaube, ein Buch auch über die Demokratie veröffentlicht habe. Es wird nämlich üblicherweise angenommen, dass der Populismus in Beziehung zur Demokratie konzeptualisiert werden soll, da er sich genauso wie die Demokratie konstitutiv auf das Volk beruft. Die Frage bestände also nur darin, den Unterschied zwischen dem Demos, der Demokratie und dem Populus, des Populismus zu bestimmen. Denn dass irgendeine Beziehung zwischen den beiden besteht, sollte man annehmen können. Als Instanz der Legitimierung für die politischen Regierungsformen, die Demokratien genannt werden, ist der Demos der Demokratien allerdings zunächst ein abstraktes Wesen. Er soll aber in einem konkreten Fall verkörpert werden, nämlich in der Gesamtheit der Individuen, die dazu berufen sind, an der Bildung der politischen Behörden in einem demokratischen Regime teilzunehmen. Der Demos der Demokratie verschmilzt sich mit der Gesamtheit der Staatsbürger, denen das Wahlrecht zuerkannt wird. Der moderne Begriff der Demokratie umfasst aber auch die Anerkennung und institutionelle Garantie bestimmter Prinzipien, zum Beispiel der individuellen Freiheitsrechte, der Pressefreiheit, der Unabhängigkeit der Justiz und im Allgemeinen der Normen des Rechtsstaats. Der Populismus bildet ein Problem für die Demokratie, weil überhaupt nicht gesichert ist, dass die Mehrheit der Staatsbürger, die über das Wahlrecht verfügen, sich überall und immer zu diesen Prinzipien bekennen. Nichtsdestotrotz können sie sich auf die als Volkssouveränität verstandene Demokratie berufen, um zu fordern, dass ihre Meinungen und Stimmen in Betracht gezogen werden und eventuell die Politik der durch die Wahl legitimierten Regierungen bestimmen. Deswegen liegt es nahe, zwischen einem guten und einem schlechten Volk zu unterscheiden, beziehungsweise den Populismus als eine Pathologie zu betrachten, deren Möglichkeit aber in den konstitutiven Prinzipien der demokratischen Regime angeschrieben ist. Der französische Historiker Maurice Aguillon ist ein Beispiel für die erstgenannte Strategie. In seinem Beitrag zu einer Nummer der Zeitschrift 20. Siècle 1997 fragte er, ich zitiere, es soll also eine gute Verwendung des Volkes geben, um die als ehrenwert vorausgesetzte Demokratie zu unterstützen und eine schlechte Verwendung, die den als populistisch bezeichneten in einem dubiosen Licht erscheinen lässt. Zitat Ende. Eine Frage, die er positiv beantwortete. Für die zweite Strategie lassen Sie zum Beispiel Yves-Méni und Yves Surel zitieren, der Populismus sei der Ausdruck einer Pathologie, die im Kern des demokratischen Systems enthalten ist, aber Rosan Wallon, glaube ich, verteidigt ungefähr die gleiche These. In der bereits erwähnten Buch, La Démocratie sans Demos, also auf Deutsch mein Buch, auf Deutsch Demokratie ohne Volk, schlug ich vor, den Fokus des modernen Begriffs der Demokratie auf die Forderung nach Rechten, die prinzipiell für alle gleich sein sollen, zu richten. Diese These implizierte die Zentralität der Volkssouveränität für das Verständnis dieses Begriffs zu relativieren. Zwar ist die periodische Wahl der politischen Verantwortungsträger als wichtiges Mittel ihrer Kontrolle durch die Staatsbürger nicht zu unterschätzen, aber sie schöpft nicht die Bedeutung der modernen Demokratie aus. Dieser Deutung zufolge lässt sich das im Gegensatz zwischen dem Demos der Demokratie und dem Populismus innewohnende Paradox leicht aufheben. Wenn die Mehrheit eines bestimmten Volks eine soziale und sozialpolitische Organisation bewilligen und unterstützen würde, ist der Gleichheit der Rechte und allen damit zusammenhängenden Institutionen widerspricht,
sollte das politische Regime, das aus dem Willen dieses Volkes herrührte, so meine These in diesem Buch, nicht als demokratisch gelten. Unter diesem Gesichtspunkt ist die Idee einer illiberalen Demokratie, die zum Beispiel heute von Viktor Orban in Ungarn propagiert wird, ein schierer Unsinn. Die Frage des Populismus, wie sie heute in den westlichen Demokratien und speziell in Europa gestellt wird, lässt sich aber nicht erledigen mit einer polizeilichen Semantik, die den Begriff Demokratie normativ bestimmt. Der Ausgangspunkt meiner Überlegungen ist aber, also heute, ist aber auch semantisch, obgleich in einer anderen Weise. Er betrifft nicht die Bedeutung des Wortes Demokratie, sondern die Bedeutung des Begriffs Populismus. Ich lasse den Ursprung und die früheren Verwendungen des Wortes beiseite, um mich auf seine aktuelle Benutzung zu begrenzen. Heute hat dieses Wort meistens eine pejorative Konnotation. Ob als Substantiv bzw. als Adjektiv benutzt, disqualifiziert und denunziert es die Phänomene, Meinungen, soziale Bewegungen bzw. politische Parteien, die es bezeichnet. Gerade diese Verwendung des Wortes, die seit zwei Jahrzehnten in der Sprache der Politik und der Publizistik inflationär geworden ist, will ich in Frage stellen. Vor zwei Jahren hatte ich unter dem Titel Was ist das Volk des Populismus? Einen Aufsatz veröffentlicht, der dasselbe Ziel hatte. Also in diesem Aufsatz versuchte ich, in den verschiedenen heterogenen Phänomenen, die heute als populistisch bezeichnet werden, das Gemeinsame zu identifizieren. Ich werde heute anders verfahren. Ich will nämlich auf einen Punkt insistieren, den ich in dieser früheren Arbeit nur angedeutet habe, nämlich, dass das Wort Populismus in seiner aktuellen üblichen Benutzung für die Analyse der ernsten Phänomene, mit denen die westlichen Demokratien heute konfrontiert sind, ein Hindernis geworden ist. Meine Bedenken in Bezug auf das Wort Populismus sollen nicht so verstanden werden, dass die vielen Veröffentlichungen und Konferenzen, die Konferenz heute zum Beispiel, die seit zwei Jahrzehnten, die im Thema Populismus gewidmet worden sind, ein nicht existierendes Objekt betreffen. Dieses Objekt ist aber meines Erachtens schlecht benannt und diese falsche Benennung belastet die Analyse der anvisierten Phänomene. Alle Bücher und Aufsätze über den Populismus stellen die Vieldeutigkeit des Wortes fest. In der Regel bemühen sie sich dennoch, eine Definition des Phänomens auszuarbeiten. Dafür folgen sie zwei verschiedenen Strategien. Die eine ist minimalistisch. Sie wählt einige charakteristische Züge aus, um einen Idealtypus des Populismus zu konstruieren. Der Nachteil dieses Verfahrens besteht darin, dass ein Teil der Phänomene, die von der politischen und publizistischen Sprache als populistisch bezeichnet werden, aus dem richtigen Verständnis des Begriffs ausgeschlossen werden. Die andere Strategie ist im Gegenteil extensiv. Statt den Umfang des Begriffs zu begrenzen, wird ein breiter Katalog von Charakteristiken konstituiert, sodass das Vorhandensein von einigen dieser Charakteristiken in Meinungen, Praktiken oder politischen Bewegungen genügte, um die Verwendung der Worte Populismus bzw. populistisch zu rechtfertigen. Da sich dieser Katalog verlängern lässt und die Grenzen einer derartigen Liste unvermeidlicherweise unbestimmt sind, wird der Populismus zu einem diffusen Phänomen, das überall gefunden werden kann, sogar in den gewöhnlichen Praktiken der traditionellen politischen Parteien. Die Reflexion über die Vieldeutigkeit des Populismus geht über die Pathologien der Demokratie hinaus und erstreckt sich tendenziell auf eine Darstellung der Spannungen, die sowohl
in den Grundsätzen der modernen Demokratie liegen, als auch in den Schwierigkeiten ihrer institutionellen Organisation. Um diese Alternative zwischen einem zu restriktiven und einem zu extensiven Verständnis des Populismus zu entkommen, schlage ich vor, auf den Versuch einer Definition des Populismus zu verzichten und stattdessen unsere Aufmerksamkeit auf die Benutzung des Begriffs oder des Wortes zu richten. Diese Veränderung der Fragestellung muss mit einer Überdenkung der Beziehungen zwischen den Begriffen der Geschichte und der Sozial- und Politikwissenschaften einerseits, der Alltagssprache der Politik andererseits einhergehen. In seinem schon zitierten Aufsatz bemerkt Maurice Agulon, dass die Historiker ihren Wortschatz nicht aus den griechischen Wurzeln bzw. den Diskussionen zwischen Fachwissenschaftlern herleiten, sondern sie aus der gewöhnlichen Sprache der Politik, der Presse und der öffentlichen Meinung übernehmen. Diese Sprache ist von den Unterschieden in den politischen Befindlichkeiten geprägt. Als Beispiel zitiert er die langen Kontroversen über die Verwendung des Wortes Faschismus, denen seines Erachtens die aktuellen Kontroversen in Bezug auf das Wort Populismus verwandt sind. Diese Kontinuität zwischen der politischen Alltagssprache und den Begriffen der sozialen und politischen Wissenschaften ist natürlich unvermeidbar. Im Gegensatz zu den formellen und den Naturwissenschaften ist es ihnen nicht gegeben, sich eine völlig spezialisierte Terminologie zu schaffen. Von den Vertretern dieser Disziplinen wird aber erwartet, dass sie die Voraussetzung der Wörter, die sie aus der Alltagssprache übernehmen, kritisch überprüfen, bevor sie diese Wörter zum Rang von Begriffen erheben. In Bezug auf das Wort Populismus, gleich ob wir die minimalistische Definition oder die extensive Definition nehmen, scheint es mir sehr schwierig, sich eine konzeptuelle Verwendung dieses Wortes vorzustellen, die von allen den ihm heute in der Regel pejorativen, anhaftenden Konnotationen befreit wäre. Selbst diejenigen, die versuchen, einen positiven Begriff des Populismus durchzusetzen, indem sie die populären Bewegungen gegen die Verachtung der politischen und wissenschaftlichen Eliten aufwerten, bleiben in den ideologischen Divergenzen der gewöhnlichen Politik befangen. Sie begnügen sich damit, die Bewertung der betreffenden Phänomene umzukehren. In der Regel gilt diese Umkehrung nur einem Teil des gebrandmarkten Populismus, zum Beispiel die populäre Empörung gegen das Establishment oder die Eliten lässt sich retten, die Xenophobie findet weniger Verständnis. Von einem wissenschaftlichen Standpunkt aus lässt sich die Vieldeutigkeit des Populismus nicht durch eine politische Einstellung aufheben. Alexandre Dorna hat viel über Populismus geschrieben, spricht von einer polysemischen Überbenutzung des Wortes Populismus. Dieses Wort, schreibt er, verhindert jede Typologie und jeden Versuch der Definition. Dieser Feststellung stimme ich natürlich zu. Aber ich lade zudem ein, die Gründe für diese Unbestimmtheit zu durchdenken. Woher kommt es? Das ist, glaube ich, die Frage, das eine der wichtigen Zentralfragen dieser Konferenz. Woher kommt es, dass es sich sowohl von einem Linkspopulismus als von einem Rechtspopulismus, in Frankreich Mélenchon, Le Pen, in den USA Sanders, Trump, reden lässt? Dass die Xenophobie üblicherweise als ein kennzeichnendes Merkmal des Populismus gilt, aber Populismus auch dort diagnostiziert werden kann, wo jede Spur von Xenophobie fehlt. Dass die Bewegungen und Parteien, die heutzutage in Europa als populistisch bezeichnet werden, meistens die neoliberale Wirtschaftspolitik ablehnen, aber die britannische UKIP, die diese Politik im Großen und Ganzen unterstützt, dennoch in den populistischen Parteien zugeordnet wird und so weiter.
Oft lautet die Antwort, dass sich der Populismus durch seine Verkennung der Komplexität der Probleme der modernen Gesellschaften kennzeichnet. In diesem Sinn wird der französische Historiker Guy Hermé in einem Beitrag zu einem Nummer der Zeitschrift Kritik, er wirft dem Populismus vor, den populären Anspruch der Massen auf eine unmittelbare Verwirklichung ihrer Forderungen auszunutzen. Ich zitiere ihn: Der Populismus ignoriert die normale Zeitlichkeit der Politik, die durch die lange Durée regiert wird. Erstens, weil es unmöglich ist, alle Forderungen gleichzeitig zu befriedigen. Zweitens, weil es unablässig ist, diese Forderungen ohne jede Hast auf die Prioritätenagenda zu setzen. Zitat Ende. Die Unterschätzung der Komplexität der Probleme, die eine Regierung zu lösen hat, ist aber scheint mir kein genügendes Kennzeichen des Populismus. Jede politische Partei, wenn sie um die Stimmen der Wähler wirbt, tendiert dazu, Versprechungen zu machen, die nicht erfüllt werden können. Der pauschale Gegensatz zwischen dem zur Simplifizierung der sozialen und politischen Realität tendierenden Populismus einerseits und Verantwortungsträgern und Regierungsparteien, die sich dieser Komplexität bewusst sind, andererseits leitet Wasser auf die Mühle der linksradikalen Kritik dieses Begriffs, wie sie zum Beispiel bei Jacques Rancière zu finden ist, in seinem Buch über Leiden der Demokratie, auf Deutsch, der Hass der Demokratie, das gibt es. Entlarvt er das praktische Wort Populismus, denn, ich zitiere ihn, das Wort verdeckt und enthüllt gleichzeitig den großen Wunsch der Oligarchie, auch ohne Volk zu regieren, das heißt ohne Zwietracht des Volkes, ohne Politik zu regieren. Aufgrund der dem Populismus unterstellten Missachtung der Komplexität der sozialen Realität bezeichnet ihn Guy Hermé als antipolitisch im gleichen Aufsatz. Der Vergleich mit der eben zitierten Bemerkung von Rancière lässt erkennen, worin der Streit zwischen Kritikern und Verteidigern des Populismus liegt, das wurde heute Morgen schon gesagt, in dem Begriff des Politischen. Hinter dem Hinweis von Guy Hermé auf die normale Zeitlichkeit der Politik steht eine bestimmte Vorstellung dessen, was Politik ist und sein soll, nämlich das Regieren der kollektiven Angelegenheit durch Leute, die aufgrund ihres Wissens besser als das Volk, die Massen, geeignet sind, zu bestimmen, was für das Volk, diesmal die Gesamtheit der Staatsbürger, das Beste ist. Dieses Verständnis der richtig verstandenen Politik wurde bereits von Emile Durkheim in seiner Leçon Soziologie unter dem Namen der Demokratie formuliert. Dass es auf den Gegensatz zwischen dem Unwissen der Massen, bei Durkheim La Foule, einerseits und dem Wissen der Regierenden andererseits fokussiert, verschreibt es die Relativität des Wissens, auf das sich die Regierenden berufen, um ihre Politik zu bestimmen und zu rechtfertigen. Dieses Wissen ist nie so einheitlich und sicher, dass es nicht in Frage gestellt werden kann. Dagegen verteidigt die linksradikale Kritik einen Begriff der demokratischen Politik, welcher die Zentralität des Dissens betont. Es ist wahr, dass die Unbestimmtheit in der heutigen Verwendung des Wortes Populismus de facto mit dem Bekenntnis zu einer nicht hinterfragten politischen Doxa einhergeht, die den Ausdruck des Dissens stigmatisiert und verdrängt. Darauf komme ich noch zurück. Die Linksradikalen überziehen aber oft ihre Kritik, wenn sie das von der anderen Seite abschätzig betrachtete Volk, Populus, umgekehrt verherrlichen und seine internen Unstimmigkeiten
ignorieren. Übrigens, diese Kritik betrifft nicht Rancière, ob es Champagnouf-Or betrifft, das soll sie selber sagen. Bevor ich auf eine präzisere Bestimmung dieser politischen Doxa zurückkomme, welche die heutige inflationäre Verwendung des Wortes Populismus nährt, gestatten Sie mir eine Bemerkung, das wurde schon heute Morgen schon gesagt, über die häufige, oder gestern, ich glaube, über die häufige Thematisierung des Populismus als A- bzw. antipolitisch. Das habe ich schon gesagt, ja. Auf werden nämlich die verschiedenartigen Phänomene, die dem Populismus zugeschrieben werden, als Symptome einer Entpolitisierung gedeutet. Gerade diese Deutung verrät die Beziehung der pejorativen Nutzung des Wortes zu einer bestimmten Vorstellung der politischen Normalität. Die politische Passivität, zum Beispiel die Wahlenthaltung als solche, wird nämlich nicht dem Populismus zugerechnet. Dagegen können viele Phänomene, die als Populismus gebrandmarkt werden, als Proteste gegen eine tendenzielle Entpolitisierung verstanden werden, deren Ursachen in der heute herrschenden technokratischen Form der Gouvernance liegen. Diese Bewegungen, unabhängig davon, ob sie auf das traditionelle Spektrum der Politik als links oder rechts zu ordnen lassen, manifestieren ein Verlangen nach einer politischen Aktivität, das von Fall zu Fall mehr oder weniger artikuliert wird. Dazu gehören sowohl die Forderungen nach partizipativen Formen von Demokratie, wie die folgende resignierte Bemerkung eines Wählers des Front National, also das wurde zitiert, wurde von einem Journalisten, der die Ergebnisse der letzten Regionalwahlen in Frankreich im November 2015 kommentierte. Also der Wähler des Front National sagte, er hätte für den Front National gestimmt, weil nachdem er es früher mit die klassischen Parteien, UMP und PS, versucht hatte, ohne das Gefühl zu haben, weder von den einen noch von den anderen gehört zu werden, er etwas anderes probieren wollte. Nicht jede Politisierung ist demokratisch. Zumindest, wenn wir in den modernen Begriff der Demokratie das Bekennen zu den früher in meinem Vortrag erwähnten Prinzipien, konstitutionell garantierte Freiheitsrechte, Freiheit der Presse, Unabhängigkeit der Justiz und so weiter einschließen. Aus seinem altgriechischen Ursprung hat aber der Begriff der Demokratie die Forderung nach einer aktiven Teilnahme der Ganzheit des Volkes an dem politischen Leben gehalten. Die Populismen, sowohl Rechts- wie Linkspopulismus, drücken zum Teil den Wunsch nach einer politischen Agentivity aus, der durch die institutionellen Formen der staatsbürgerlichen Partizipation nicht oder nicht mehr erfüllt wird. Die Technokratisierung der Governance und das damit zusammenhängende Fehlen an genügend wahrnehmbaren Unterschieden zwischen den großen Parteien, die abwechselnd in die Regierungsverantwortung erhoben werden, nehmen der Wahl, die als zentrale politische Akt des Staatsbürgers gilt, tendenziell jede ernste Bedeutung. Weit entfernt ein Desinteresse an der Politik zu zeigen, ist der Populismus zum Teil ein Protest gegen den Entzug der Politik. Dieser Protest, wohlgemerkt, kann einer Erneuerung und einem Fortschritt der Demokratie zustatten kommen, er kann sie aber auch zerstören. Trotz meiner Bedenken gegenüber dem Gesamtbegriff Populismus habe ich das Wort eben im Singular benutzt, als ob es ein einheitliches Phänomen bezeichnen könnte. Diese scheinbare Einheit ist aber nur das Korrelat dessen, was ich die herrschende Doxa bzw. die politische Normalität genannt habe. Der Populismus wird manchmal als aufschlussreiches Zeichen für die der modernen Demokratie innewohnenden Spannungen betrachtet. Diese Spannungen sind aber seit langem bekannt und wurden bereits diskutiert,
als es das Wort Populismus noch gar nicht gab, beziehungsweise für die Bezeichnung von bestimmten populären Bewegungen in Russland oder in den teilnehmenden Staaten am Ende des 19. Jahrhunderts reserviert war. Vielmehr scheint mir die aktuelle Benutzung des Wortes ein Indikator für die gewöhnliche Vorstellung dessen zu sein, was in einem bestimmten Moment als politische Normalität gilt. Die politische Normalität ist eine Art von Sensus communis, der die Grenzen fixiert zwischen Meinungen, deren Ausdruck in der Öffentlichkeit akzeptabel ist, und anderen, die verdächtig sind. Sie umfasst verschiedenartige Elemente, sowohl die Anerkennung der Notwendigkeit von bestimmten institutionellen Einrichtungen, als auch die Übereinstimmung mit bestimmten Werten, zum Beispiel die Verurteilung des Rassismus, aber heute auch im Kern des alten Europa, die Verurteilung anderer Arten von Diskriminierung gegenüber den Frauen, den Homosexuellen und so weiter. Bereits an diesen Beispielen werden die Undeutlichkeit und die Labilität der Umrisse dieses Sensus communis fühlbar. Merklich. Erst recht, wenn sich dieser Sensus communis, die politische Normalität also, auf die Wirtschaftspolitik erstreckt. Ich gebe hier nur zwei Beispiele, die ich in meinem früheren Aufsatz über den Populismus zitiert habe. Ließen sich leicht finden. Es waren zwei Artikel, die in der französischen Tageszeitung Le Monde im November 2013 erschienen sind. Der eine fasste unter dem Titel Montée des Populismes, also Populismus auf dem Vormarsch, eine Reihe von Parteien, Bewegungen zusammen, darunter die griechische Syriza, die deutsche AfD, die Finnen, die Partei von Geert Wilders in den Niederlanden, den Front Gauche in Frankreich, die Indignados in Spanien. Das Einzige, was sie gemeint hatten, um in diesen Artikel zusammengebracht zu werden, war der Euroskeptizismus. Der andere Artikel unter dem Titel Ein Wochenende bei den Populisten, also Weekend für die Populisten, stigmatisierte den gegen die Regierungsparteien gerichteten Vorwurf eines angeblichen, ich zitiere, eines angeblichen Einheitsdenkens, also Pensée unique, das durch Haushaltswende akzentuiert würde. Wahrscheinlich werden sich manche Historiker, Soziologen und Politikwissenschaftler von solchen publizistischen Verwendungen des Wortes Populismus distanzieren wollen. Die Kritik an der Globalisierung, an dem Souveränismus, die erneute Behauptung der nationalen Identität, die mit einer Ablehnung des europäischen Projekts einhergeht, gehören aber zum Katalog der Züge, die auch für manche Sozialwissenschaftler üblicherweise als Charakteristika des Populismus in Europa gelten. Damit würde jede Infragestellung der Wirtschaftspolitik der nationalen und europäischen Regierungsinstanzen in der breiten Öffentlichkeit verdrängt. Wie schon angedeutet, ist das Wissen, an dem sich diese Politik orientiert, nicht so beschaffen, dass es nicht in Frage gestellt werden kann. Vor kurzer Zeit ist die Kritik an den, also in 2013 noch, Sie mein Beispiel, mein Artikel in Le Monde, vor kurzer Zeit ist die Kritik an dem Euro noch dem Euroskeptizismus zugeschrieben worden. Heute wird allgemein anerkannt, dass die gemeinsame Währung schlecht konstruiert worden ist und dass die ökonomischen Ungleichheiten in dem Wachstum der verschiedenen Mitgliedstaaten zum Teil auf diesen Konstruktionsfehler zurückzuführen sind. In Bezug auf die Grundsätze der neoliberalen Wirtschaftspolitik haben kürzlich prominente Ökonomen des IWF anerkannt, dass Haushaltskonsolidierung, Sparpolitik, maximale Freiheit des Kapitalverkehrs und Privatisierung das Wachstum nicht unbedingt befördern und es unter bestimmten Bedingungen sogar behindern können. Eine deutsche Zeitung, Handelsblatt, übrigens die Tragweite dieser Selbstkritik der IWF relativieren wollte, schrieb, dass sich die Ökonomen der IWF von alten Glaubensgewissheiten
Verabschiedeten. Denn auch hier liegt das Problem. Es handelt sich um Glaubensgewissheiten beziehungsweise um ein prekäres Wissen, das von den Regierungsverantwortungsträgern und von der Mehrheit der Publizisten der breiten Öffentlichkeit als nicht anzuzweifelnde Wahrheit verkauft wird. Die Wirtschaftspolitik habe ich hier nur als Beispiel für die politische Normalität angeführt, die in der heutigen inflationären Benutzung des Wortes Populismus vorausgesetzt wird. Diese Analyse ließe sich auf Einstellungen über die europäische Integration erweitern. Die Einwände der Souveränisten gegen die europäische Integration werden oft und pauschal dem Populismus zugerechnet, obwohl das Ziel dieser Integration, also Bundesstaat, Staatenbund, Club of Clubs und so weiter, selbst für die Verfechter dieser Integration heutzutage immer unbestimmter wird. Auf eine detaillierte Ausführung dieser Beispiele werde ich aber verzichten, um den Kern meines Arguments kurz zusammenzufassen. Zwar sind die Länder, auf die ich verwiesen habe, pluralistische Demokratien. Der Ausdruck von divergenten Meinungen ist, mit einigen Ausnahmen, Antisemitismus, Rassismus, nicht strafbar. Öffentliche Diskussionen und Streit über die Werte, die wirtschaftliche Rationalität und sogar über Institutionen sind normalerweise möglich. Es gibt aber jederzeit eine Art Orthodoxie, nach der abweichende Meinungen zwar nicht zensiert, aber angeprangert werden. In seinen überzogenen Verwendungen ist das Wort Populismus zur Bezeichnung der in dem Diskurs der politischen Verantwortungsträger und der Medien missbilligten, abweichenden Meinungen und Einstellungen geworden. Mit diesem Wort wird die Fremdenfeindlichkeit gebrandmarkt, aber auch den Souveränismus, bestimmte Arten von Nationalismus, den Euroskeptizismus, das Bestreiten der angeblichen Pensionie, die Kritik an der Globalisierung und so weiter. Ich komme zum Schluss. Um möglichen Missverständnisse über meine These vorzubeugen, möchte ich zum Schluss auf eine Bemerkung zurückkommen, die ich bereits zu Beginn dieses Vortrags gemacht habe. Meine Einwände gegenüber den Worten Populismus und populistisch implizieren nicht, dass ich den Ernst mancher Phänomene, die man mit dieser Wortverwendung anvisiert, verleugne bzw. unterschätze. Die Fremdenfeindlichkeit, der identitäre Nationalismus, das Missachten der Prinzipien des Rechtsstaats stellen für die Demokratie schwere Gefahren dar, selbst wenn das Verfahren der demokratischen Wahl durch die Staatsbürger unangetastet bleibt. Wegen ihrer unaufhebbaren Vieldeutigkeit sperren sich aber die Wörter oder die Begriffe, es sind keine Begriffe meiner Ansicht nach, Populismus und populistisch, gegen eine unbefangene Analyse dieser Phänomene. Statt diese Phänomene konfus unter dem Wort Populismus zu vermischen und damit den Eindruck zu erregen, dass sie mit diesem Wort hinreichend als Ausdruck der Irrationalität der Massen erklärt werden, sollte man sie im Gegenteil voneinander unterscheiden und ihre verschiedenen Ursachen separat analysieren. Diese Unterscheidung ermöglicht eine differenzierte Erklärung des Populismus, je nach den Ländern und Situationen. Zum Beispiel, ich begrenze mich auf Europa und auf ein Beispiel, wird zwar die besorgniserregende Entwicklung der Fremdenfeindlichkeit in allen europäischen Ländern durch die Bedrohung, die von dem islamischen Fundamentalismus ausgeht, also die Terroranschläge, und durch die Flüchtlingsströme genährt. Sie hat aber andere Gründe, die in West- und Osteuropa unterschiedlich sind. Im Westen, im Großen und Ganzen West-Ost, ja, beispielsweise in Frankreich, finden Sie also die Xenophobie einen günstigen Boden bei den sozialen Schichten, die durch die Veränderungen der Ökonomie, die Wirtschaftskrise und die Sparpolitik besonders betroffen werden. Die Fremdenfeindlichkeit konvergiert deswegen mit dem Widerstand gegen die von Brüssel oder Deutschland aufgezwungene Wirtschaftspolitik.
In Osteuropa ist sie mit der, also die Feindlichkeit, ist sie mit der erneuten Behauptung eines Ultranationalismus verbunden, die mit einem autoritären Abdriften der politischen Regime einhergeht. Die Spannungen zwischen diesen Regimen und den europäischen Behörden betreffen nicht die Wirtschaftspolitik, sondern die Prinzipien des politischen Liberalismus. Dank der Integration in die Europäische Union ist das BIP in diesen Ländern erheblich gewachsen. Trotz der Schwierigkeiten der ersten Jahre, gab es auch, scheint die Mehrheit der Staatsbürger dieser Länder der europäischen Wirtschaftspolitik zuzustimmen. In der griechischen Krise von Juli 2015 standen nicht nur die Regierungen von Osteuropa, sondern anscheinend auch ihre Wählerschaften hinter der strengen Position des deutschen Bundesfinanzministers Wolfgang Schäuble. Dagegen ist das Bekenntnis zu den Prinzipien des Rechtsstaats, das für die Aufnahme in die EU verlangt war, oberflächlich geblieben. Nach 40 Jahren sowjetischer Herrschaft, die in manchen dieser Länder auf mehreren Jahren oder Jahrzehnten von faschistischen Regierungen folgten, konnte die Erziehung zu diesen Prinzipien in den Köpfen schwerlich schon fest und breit verankert sein. Das hat mit der Bildung der Subjektivität zu tun, also Erziehung zu besonderen politischen Einstellungen, moralischen Einstellungen auch. Dazu kommt, dass nach den Bevölkerungsverschiebungen der Nachkriegszeit viele dieser Gesellschaften homogen waren und den Migrationswellen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts nicht ausgesetzt worden sind. Sowohl die historische Erfahrung der letzten Jahrzehnte als viel weiter zurück in der Geschichte liegende Erinnerungen, zum Beispiel die Kämpfe gegen die Türkengefahr, die politisch ausgenutzt werden können, nähren dort ein Misstrauen gegenüber den Fremden, das mit denjenigen in Westeuropa sicher verwandte, dennoch aber nicht identisch ist. Mit diesem Beispiel beende ich meinen Vortrag. Noch eine letzte Bemerkung. Es ist kaum zu erwarten, dass meine Einwände, die sicher nicht völlig neu sind, gegenüber den Worten Populismus bzw. populistisch dazu reichen könnten, um sie aus dem Wortschatz der heutigen sozialen Politikwissenschaften zu tilgen. Zumindest könnten sie dazu führen, diese Begriffe sparsamer und vorsichtiger zu benutzen. Im Begriffsvorrat dieser Wissenschaften gibt es bereits viele Worte, die für die Bezeichnung der jeweils anvisierten Phänomene geeignet sind. Also Xenophobie, Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Autoritarismus ist was anderes, Demagogie, Bizarrismus und so weiter. Soweit es möglich ist, sollte die Verwendung dieser Worte vorgezogen werden, um die Vieldeutigkeit und die unterschwelligen Konnotationen des Populismus zu vermeiden. Danke für die Aufmerksamkeit.